Ein paar Stunden später. Was meinst du? Warum hat er alles aufgegeben? Hm? Wer hat was aufgegeben? Yorinobu Arasaka. Sein fettes Leben. Schnee von gestern, ich weiß. Dachte nur gerade dran. Stell dir vor, du hast alles, okay? Eddies, Ausbildung. Dein Papi muss nur mit den Fingern schnippen und die Welt wird zur nuklearen Einöde. Und was machst du? Sagst Scheiß drauf und machst was? Gründest eine scheiß Gang. Stahldrachen oder so. Du verlässt deine Familie, ziehst dir Real Skin über und machst einen auf Ganganführer. Wozu? Ach, scheiß auf ihn. Was kümmern mich ein Konzernbaby und seine Straßenromantik? War bestimmt lustig. Ich bin Yorinobu Arasaka. Wollt ihr in meine Gang kommen? Poser mit Konzernschutz. Und dieser bescheuerte Name, Stahldrachen. Gangster mit Silberlöffel im Arsch. Erst hat ihn sein ganzes Geld gelangweilt, dann seine Gang. Scheiß Tourist. Tourist oder nicht, er ist gerade in der Lobby. Und wir sind im Geschäft. Penthouse Security ist deaktiviert. Perfekto. Und jetzt Vorhang auf. Hey, Bug. Warst du die ganze Zeit dabei? 3,5 Stunden. Also das mit dem Stock im Arsch. Du meinst in meinem? Ja, ist mir rausgerutscht. Ich weiß. Hast du den Stock in ihren Arsch? Es ist Stöckermarsch, jetzt Löffel. Was kommt als nächstes? Das läuft doch echt gut, oder? Gute Frage. Wow, bist du immer so ein Optimist? Hey, jetzt verjag endlich die finstere Wolke über deinem Kopf. Ich sag's dir, ab hier wird's ein Kinderspiel. Ja, sag's mal nicht zu laut, ne? Ich habe die Wände Ohren. Schweigen. Wollt ihr vielleicht einen Witz hören? Mhm. Jetzt? Im Ernst? Passt auf. Was haben eine Nomadin und eine Seku gemeinsam? Sand in der Muschi. Alter. Lebt sich gut als Erbe des Arasaka-Imperiums. Jedenfalls besser als der Sohn von Raoul Wells. Konzentration, der Safe. Na los, schnell. Wieso? Warum die Eile? Yorinobus Signal ist weg. Na, ist er unter die Magier gegangen? Er wird in dem Funkloch stecken. Hab ihn gleich wieder. Das war ja so ein Chatwitz-Niveau, ne? Falls Militech wirklich hinter dem Attentat auf den Arasaka Tower im Jahr 2023 steckt und falls es Beweise dafür gibt, warum hat Arasaka dann nicht zurückgeschlagen und eine Atombombe auf Militech geworfen? Es steht mittlerweile außer Frage, dass die Bomben von Militech hergestellt werden. Wurde aber, das heißt nicht, dass Militech sie auch gezündet hat. Ich gebe zu, dass ich kein Fan von der beliebten Theorie bin, dass Johnny Silverhand, der kontrovers diskutierte Rockerboy, hinter der ganzen Sache steckt. Überhaupt bin ich kein Silverhand-Fan. Punkt. Silverhand war ein Poser und ein Aufschneider und nicht jemand, der auf sein lautes Geschrei und Taten folgen lassen würde. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Silverhand für so eine Aktion die Eier gehabt hätte. Denken wir doch mal ganz logisch darüber nach. Was hasst Konzerne am allermeisten? Nomaden, natürlich. Erinnert euch noch an diesen beliebten BD Badlands Raid aus den 20ern, in den eine Gruppe Nomaden einen Militärkonvoi überfällt. Dreimal dürft ihr raten, wann der rauskam. Genau am selben Tag wie der Angriff. Zufall? Wohl kaum. Ja, ja, klar taucht Silverhand für 3 Sekunden in dem BD auf, aber das war doch bloß ein Werbetrick. Ohne ein bekanntes Gesicht hätte noch niemand ein BD gekauft, der von ein paar Kaktusfickern gemacht wurde.
Viel interessanter ist doch die Hauptdarstellerin. Warum hat man sie danach nie in irgendeinem anderen Video gesehen, obwohl Badlands Raid sich so extrem gut verkauft hat? Wo war sie während des Bombenangriffs? Ja, macht jetzt euren scheiß Job! Ja, ich meine schon, ich loot ja! Unterm Boden! Ich loot ja schon! Wenn ich diese Biografie nur mithilfe der öffentlich verfügbaren Materialien hätte schreiben müssen, hätte die Geschichte 2 Seiten und noch dazu Vorwort, Nachwort und Danksagung. Es ist allgemein bekannt, dass Hanako Arasaka eine sehr private Person ist. Jeder von den tragischen Tod des letzten Journalisten gehört, der ihre Lebensgeschichte zu Papier bringen wollte. 10 Schuss in den Rücken, laut Polizei ein Selbstmord. Aus diesem Grund habe ich höflich abgelehnt, als mein Verleger mich bat, dieses Buch zu schreiben. Bei dem Vorschuss, den man mir darauf anbot, habe ich noch einmal darüber nachgedacht. Letztendlich fiel meine Entscheidung aber, als man mir sagte, dass Arasakas PR-Abteilung mir die Erlaubnis erteilt hatte, mehrere Menschen aus Hanakos Umfeld zu interviewen. Da saß ich im nächsten Flugzeug nach Tokio. Mein anfänglicher Enthusiasmus hielt jedoch nicht lange an. Die Leute, mit denen Arasaka mich in Kontakt brachte, beantworteten alle Fragen mit denselben Antworten, die sie im Öffentlich offensichtlich auswendig gelernt hatten. Nach einem Monat Recherche beschränkten meine Ergebnisse sich auf das Folgende. Hanako Arasaka ist die Tochter von Saburo Arasaka und seiner dritten Ehefrau Michiko. Sie wurde 1999 in Tokio geboren und hat die Stadt nun 5-mal in ihrem Leben verlassen. Sie hat ein sehr behütetes Leben geführt und nie eine wichtige Rolle im Familienunternehmen übernommen. Sie hat ein sehr gutes Verhältnis zu ihrem Bruder Yorinobu Arasaka, dem schwarzen Schaf der Familie. Ich war bereits aufzugeben, als ich in den Archiven eines öffentlichen Fernsehsenders eine Aufnahme von der Eröffnung eines Arasaka-Standorts in Fukuoka fand, zu dem niemand Geringeres als Hanako selbst erschienen war. Sie spielte Klavier, Debussys Reveille. Warum dieses Stück? Warum so ein verträumtes introspektives Stück für ein Publikum aus Stäuchen, japanischen, ja, Geschäftsleuten. Ich kann nicht mehr lesen. Ihre goldenen Finger streichelten die Tasten zärtlich. Ich war wie hypnotisiert. Tränen liefen mir über die Wangen. Ich wusste, dass ich dieses Buch schreiben musste. Ich musste diese mysteriöse Frau selbst kennenlernen und herausfinden, wer Hanako Arasaka wirklich ist. Ich suche nach einem Schalter. Yorinobu hat uns ein Abschiedsgeschenk hinterlassen. Jahrelang haben Experten in den Bereichen der Kybernetik, Neurologie und Psychologie unermüdlich versucht, den menschlichen Bewusstsein mit Silizium zu verschmelzen. Bislang waren ihre Bemühungen nicht von Erfolg gekrönt, auch wenn es Wissenschaftlern gelang, künstliche Intelligenzen zu erschaffen, die dem menschlichen Verstand gewachsen sind und ihn sogar übertreffen. So ist es doch jenseits unserer wissenschaftlichen Fähigkeiten geblieben, das menschliche Ich zu kopieren. Die Versuche führten nun zu fortgeschrittenen Chatbots, digitale Wesen, die menschliche Sprache und Verhalten zwar nachahmen können, aber keinerlei Ich-Bewusstsein haben. Heute stellen Experten von Arasaka einen Durchbruch vor. Ihr neuestes Projekt, genannt Relic, ermöglicht das Kopieren eines menschlichen Wesens auf einem Splitter, der so klein ist wie ein Cred-Chip. Außerdem kann dieser Splitter in den neuralen Port eines Benutzers eingesetzt werden, was es diesem erlaubt, die digitalisierten Persönlichkeitskonstrukte zu hören und zu sehen. Leider war es mir nicht möglich, diese bemerkenswerte Technologie selbst zu untersuchen. Arasaka erlaubt nur sehr eingeschränkten Zugang zum Relic und nur eine kleine ausgewählte Gruppe von Testern nimmt derzeit an dem Programm teil. Es ist wenig erstaunlich, dass die wohlbehabendsten und mächtigsten Menschen der Welt zu diesen Testern gehören, also genau Leute über Arasakas Einfluss haben möchte. Den gewöhnlichsten Konsumenten unter uns können nicht damit rechnen, dass der Relic in näherer Zukunft zum bezahlbaren Massenprodukt wird. Darf doch keine Gebühren austeilen, schon vergessen. Was, okay, hat er Gebühren verdient? Ja, hat er. Okay, Gebühren für alle. Woo! Yorinobu könnte jeden Moment zurück sein. Los, Yorinobu könnte jeden Moment zurück sein. Ja.
was raus. Komm her, Bee. Was jetzt? Verlink dich und mach uns reich. Schon dabei. Jetzt du, Buck. Ey, lass ganz schön nach, ne, Leute? Ach, nee, schon. Wir haben Gesellschaft. Buck? Ich weiß nicht wer. Personal rennt wie aufgescheucht durch die Gegend. Alle 200. Das gefällt mir gar nicht. Wie lange noch die? Shit, Yorinobu kommt zum Penthouse. Scheiß auf ihn! Öffne den Safe! Hab's gleich. Fertig. Super. Überlass den mir, okay? Relic intakt? Biochip-Integrität. 100%. Schätze, das heißt ja. Gut, gehen wir. Ja, das wird jetzt nicht so funktionieren, wie wir es uns vorstellen, ne? Fuck, zu spät. Yorinobu kommt gleich rein. In Deckung. Was? Wo? Versucht's mit der Säule. Was? Spinnst du? Nein. Rein da. Jetzt. Sind drin. Nur löst es das Problem nicht, T. Glaub mir. Das weiß ich auch, Mann. Warte eine Sekunde, okay? Ich weiß es nicht. Ist das Adam Smasher? Bodyguard. Schlimmer. Night City-Legende. Eiskalter Bastard. Was machen wir jetzt? Wir warten. Sind Sie bereits hier? Sie nähern sich vom Landeplatz. Wovon reden die? Buck, wer kommt da? Oh nein. Nie im Leben. Danke für die Gebühren. Das kann nicht sein. Selber, danke für die... Saburo Arasaka? 8 vergifteten Subs. Der Kaiser. Noch eine Scheißlegende. Psst. Das Ding ist nicht schalldicht. Wir haben hier gerade ein fettes Problem. Kubi o tsukkomanai de kure tte itta daro. Oh fuck. Psst. Azushite kure. Arasaka-sama. まだボディチェックも終わっていません。私の息子だ。存じております。お持ちしましょうか、例の。私がやる。言ってくれ。Knapp. Zu knapp. Wenn der uns entdeckt hätte. Hat aber nicht. Kayate. Glaub's nicht. Saburo Arasaka. Halt jetzt die Fresse! Watashi ga kizukanai to demo omotta no ka? Somosomo ore no koto o kini shita koto nanka nai daro. Anta no mondaiten wa soko da. Sekai wa jibun chushin ni mawatteru to omotteru. Gouman da yo. Yorinobu. Also das ist geil, er ist japanisch und er wird es übersetzt so für uns. デルクイアウタレルとよく言うだろう。自分の言葉じゃ何も言えないのか。貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡すなど、私たちの未来を。 Ja, man merkt, dass es sich die Japaner sind, die da sprechen. これまでお前の愚行には目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。この裏切りだけは決して許せない。貴様の母親が生きていなくてよかった。
Dabei killt ihn jetzt. Ich will, dass das Hotel abgeriegelt wird. Was ist der Anlass? Saburo Arasaka wurde ermordet. Code Red ausgelöst. Achtung! Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Darekara! そうだ。何の話です。竹村、お前の仕事は何だ。何の話です。単純な質問だ。答えろ。荒坂家の課長を守ることです。今後はもっとしっかり責務を果たすよう望んでいるぞ。申し訳ありません、荒坂様。必ずご期待に沿いますゆえ。 Yorinobu hat Saburo umgelegt. Was? Seinen eigenen Vater. Das bedeutet, gleich kommen massig Sicherheitsleute auf euch zu. Scheiße, wir sind geliefert. Buck, du musst uns hier rausholen, sofort. Eine Sekunde. Die haben wir nicht. Fuck! Gut. Okay, hab was. Saburo Scheiße, das ist dort. Hänsel! Auszusprechen. Öffne das Schloss. Sollte eine Leiter sein. Eine... Oh, fuck! Nein, 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 nein! Nicht jetzt! Die haben mich nicht... Fuck! Dios santo bendito! Die ist weg! Fuck! Scheiß Oberliga! Jetzt glücklich, Jackie! Nicht runtersehen. Sich das Gefüge mal macht. Der Typ ist auch ziemlich dämlich. Verdammt hoch! Scheiße! Ist das Trauma? Wenn's wegen Saburo ist, sind sie etwas spät. Ich hoffe, die haben uns nicht gesehen. Tschüss! Ich glaube, ich brauche neue Cyborg-Arme und sowas. Körper. Einfach meinen Körper austauschen. Ich glaube, das hat wehgetan. Oh, Scheiße! Oh, das war knapp. Der Relic! Madres! Oh, das ist nicht gut. Jackie, du blutest! Das hat Zeit. Sieh nach dem Relic! Druckabfall im Behälter, Biochip-Integrität bei 94% und sinkt weiter, Carajo. Parker, ruf sie an. Und ihr sagen, der Koffer ist hin? Tusch einfach. Wie? Konpeki ist überall in den Nachrichten. Was zur Hölle ist da los? Probleme. Der Kryokoffer ist beschädigt. Biochip-Integrität bei... Jackie?
86%. 86% und sinkt. Scheiße. Okay, hör mir zu. Ihr könnt nur eins tun. Einer von euch muss den Relic in seinen Neuralport stecken. Ist er sicher? Das klingt nicht gerade sicher. Je länger ihr wartet, desto größer das Risiko, dass wir ihn verlieren. Naja, irgendwer muss es tun. Ricky, nein, lass mich das machen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nein! Jackie, alles okay? Weiß nicht. Denk schon. Fühl mich nicht anders. Wenn ihr zurück seid, nehmen wir den Relic raus und machen eine Neuralreinigung. Aber zuerst müsst ihr da raus, und zwar sofort. Wir arbeiten dran. Weißt du, Jackie? Del, wir sind gleich da. Halt dich bereit. Klar? Natürlich, Mr. Wells. Das hoffe ich doch, Mann. Wir müssen irgendwie die Lobby erreichen. Der einzige Weg zur Garage. Und wir sollten uns beeilen. Oh, ahora sí. Gut. Jetzt lass uns verschwinden. Im Confetti Plaza wurde ein Code sich an die Ebene. Sauber. Verbleiben Sie in Ihrem Zimmer. Patrice, halt den Kopf hoch. Wir gehen. Sonderkommando? Sind in der Lobby. Ja, ich finde das auch cool und gruselig zugleich, ja. Telefonieren und die Augen so leuchten. Was ist ein Healpot? Geh nicht! Oder Waldvieh? Sehr praktisch. Wer ausschaut denn da? Draußen wird überall Security sein. Okay. Ich will auch einen Schalldämpfer. Wieso hast du jetzt einen? Ich hasse dich. Oh. Damit kann ich arbeiten. Räume gecheckt. Ja, alles sauber. Nichts Seltsames, Ungewöhnliches. Naja. Die Terrassentüren sahen beschädigt aus. Verstecke! Dann sieh noch mal nach. Shit! Sie haben uns gesehen! Das ist ja keine Chance! Feuer!
Wir müssen uns durchschlagen! In Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Du machst es nur noch schlimmer für dich! Komm einfach raus! In deinem Arsch. Werd mal nachsehen. Achtung, die sehen uns sonst. Ich geh schon. Wie kommst du da rein? Wo rein? Ja, Gesundheit. Nein, sein Arsch, na mit dem Fuß voran. Ganz logisch. Ja, jetzt wo du sagst, ne, siehst du? Sofort öffnen! Achtung! Im Konpeki Plaza wurde ein Code-Red ausgelöst. Bitte verbleiben. Die Waffe ist echt scheiße. Die Waffe ist so kacke. Selbst vom Nahen macht die keinen One-Hit oder so. Da nutze ich auch diesen der Schalldämpfer null. Ja, die Waffe ist rot, ja, ich merke schon. Ist da jemand? Sicherheitsdienst! Treffer!
Sie haben sich! Mag die Waffe. Welche? Diese beschissene Pistole, die einfach niemanden tötet? Ich hasse sie! Ich bin so sneaky hier durch, aber diese Waffe lässt mich nicht. Wenn das hier vorbei ist, piss ich auf dein Grab! Ja, ich pisse in den Mund, komm hier. Steck mich nicht mehr. Was kann Lisa, bitte was? Ich passe mich dem Niveau an, was soll ich machen? Jahre und heute, ausgerechnet heute, ist eine scheiß Komödie, oder? Spar deine Kräfte, Jackie. Wonach sieht das denn aus? Chill, wie wir überleben das. Erzähl das, Buck. Vielleicht wäre sie noch am Leben, wären wir nicht so übereifrig gewesen. Lass das nicht an mir aus. Kann's nicht ändern. Oh ja, die Waffe mag ich. Scheiße, ist die Waffe. Ich muss schnell getötet werden.
Oh je, mein Kopf hat keine Muni mehr. Hab ich noch irgendwas Cooles? Was ist das hier? Maschinenpistole. Ja, das Problem ist, dafür jetzt auch keine Munition haben. Weißer Schuss. Wenn sowas von draußen erwartet. Rippchen. Jetzt nur Witze machen. Leck.